Florentia, Firenze, Florenz. Welch blumiger Dreiklang für die Stadt mit der Lilie im Wappen, wo erstmalig in Europa nach dem düsteren Mittelalter die Wiedergeburt der Antike in Kunst und Wissenschaft gefeiert wurde. Zu den mit Blumen übersäten Wiesen am Arnoufer, die der Stadt schon in Römerzeiten zu ihrem Namen verhalfen, schauten die wenigsten Menschen hinüber. Der Fluss war Wirtschafts- und nicht Freizeitfaktor, das bemerkten bereits der Dichter Dante Alighieri und Giotto, der Dombaumeister im 14. Jahrhundert, als in Florenz schon über 100.000 Menschen wohnten. Sich für eine Stadt mit asketischem Schutzpatron Johannes dem Täufer gehört, war das Leben von harter Arbeit geprägt, bevor etliche Bürger durch Tuchherstellung, Handel und Bankwesen so wohlhabend geworden waren, dass sie sich ausschließlich den schönen Seiten des Lebens widmen konnten. Die Florentiner wagten als erste den Aufbruch aus dem dunklen, entbehrungsreichen Mittelalter zur Wiederbelebung der lichten, sinnenfrohen Geisteswelt der Antike. Zu den bedeutendsten Kirchen von Florenz gehört die Dominikanerkirche Santa Maria Novella mit ihrer epochalen Renaissance-Fassade und berühmten Freskenzyklen. Die typische Bettelordenskirche steht auf dem gleichnamigen fünfseitigen Platz. Die dort befindlichen Marmorobelisken mit Bronzelilien auf der Spitze, gestützt auf vier Schildkröten, sind Werke von Gian Bologna. Santa Maria Novella wurde 1246 begonnen und um 1300 war der Bau im Wesentlichen fertiggestellt. Verschiedene Architekten nahmen im 14. und 15. Jahrhundert leichte Veränderungen vor. Bei der Franziskanerkirche Santa Croce geht man auch hier über einen weiten Prozessionsplatz auf den Hauptbau zu. Die Fassade schuf von 1456 bis 1470 Leon Battista Alberti im Auftrag des Giovanni Ruccellai, dessen Familienzeichen, die Segel, in der Mitte als friesartiges Zwischengesims zu sehen ist. Er gab ihr die entscheidende Form durch die Harmonisierung des romanisch-gotischen mit dem Renaissance-Stil. Die Fassade ist durch verschiedenfarbigen Marmor gegliedert.
Das Innere der Kirche zeigt ein harmonisches Gleichgewicht zwischen aufsteigenden gotischen Formen und dem weit ausgedehnten einheitlichen Raum, dessen Länge von 99 Metern durch die enger werdenden Wölbungen der Pfeiler perspektivisch noch gesteigert wird. San Lorenzo ist eine der bedeutendsten Kunststätten des Abendlandes. Die Kirche des heiligen Laurentius, die alte Sakristei, die neue Sakristei, die Fürstenkapelle und die Laurentianer Bibliothek sind ein Bauensemble von höchstem Rang und bewahren Kunstschätze von unermesslichem Wert. Medici spornten in diesem Areal ihrer Pfarrkirche als großzügige Mäzene die Künstler ihrer Stadt Filippo Brunelleschi, Donatello und Michelangelo zu immer großartigeren Leistungen an. Die Kirche San Lorenzo sei, wird berichtet, vom heiligen Ambrosius 393 gegründet worden, damals außerhalb der Stadtmauern. Der Bau wurde im 11. Jahrhundert in romanischer Form erneuert. Die heutige Gestalt gab ihm von 1421 an der bedeutende Architekt der Florentiner Renaissance, Brunelleschi. Die Arbeiten wurden nach seinem Tod, jedoch nach seinen Plänen, von Antonio Manetti von 1447 bis 1460 abgeschlossen. Für die Fassade lieferte Michelangelo Entwürfe, die Zeichnungen darüber und die Modelle sind in der Casa Buonarroti ausgestellt. Sie wurden jedoch nie verwirklicht, sodass die unverkleidete Backsteinfront bestehen blieb. Das Innere der dreischiffigen Säulenbasilika zeigt die klare Gliederung von Brunelleschi. Ein schöner Marmorfußboden, Säulen mit korinthischen Kapitellen, auf denen die weiten Bögen ruhen, und eine kunstvolle Kassettendecke mit feinen Rosetten. Die harmonischen Proportionen von Seitenkapellen, Seitenschiffen und Langhaus verleihen dem Raum eine außergewöhnliche Harmonie und erheben die Kirche zu höchstem architektonischem Rang. Die Medici-Kapellen gehören zwar zu San Lorenzo, doch werden sie als eigenständiges Museum geführt und sind somit von der Kirche getrennt. Der Eingang zu den Medici-Kapellen führt zunächst in eine Krypta mit Gräbern von Mitgliedern der bürgerlichen Medici-Familie, darunter das Grab der letzten Medici, Anna Maria Luisa de Medici, Kurfürstin von Pfalz-Neuburg, und dann in die Grabkapelle der Medici-Fürsten, die Cappella dei Principi. Großherzog Fernando I. wollte 1602 für das Medici-Geschlecht eine besonders prächtige Fürstengruft schaffen. So kostbar war der Entwurf geplant, dass das Gerücht entstand, man wolle das Grab Jesu Christi von Jerusalem nach Florenz überführen, denn ein so wertvoller Bau sei nicht für Sterbliche, nicht einmal für Fürsten bestimmt.
Die pompöse Ausstattung repräsentiert die Macht des Medici-Geschlechtes. Deckengemälde, die Szenen aus dem Alten und Neuen Testament darstellen, kostbare Mosaiken an den Wänden, 16 Wappen der toskanischen Städte mit Halbedelsteinen und die großen Wappen der Medici in der Höhe, teilweise aus Holz oder sogar Karton. Die neue Sakristei war das erste architektonische Werk Michelangelos, in das er zugleich seine malerischen und bildhauerischen Fähigkeiten einbrachte, wie die Wandgliederung im Innern, die plastische Behandlung der architektonischen Elemente, die Nischen und Giebel sowie vor- und zurückgesetzte Bögen und Dreiecke beweisen. Der majestätische Quaderbau des Palazzo Medici Riccardi, schräg gegenüber der Kirche San Lorenzo, verrät die Macht eines reichen Patriziergeschlechts. Zugleich zeigt er in der Beschränkung auf das Wesentliche die kluge Bescheidenheit der bürgerlichen Medici, die einem demokratisch-republikanischen Gemeinwesen vorstanden und sich im 15. Jahrhundert nicht wie Stadtkönige gebärden durften. Der Palast wurde von Michelozzo von 1444 bis etwa 1460 für Cosimo den Älteren erbaut. Der besonders kunstsinnige Lorenzo der Prächtige nahm viele junge Künstler in Palazzo auf, so verbrachte Michelangelo seine Jugendzeit hier. Die Medici-Familie lebte hier, bis Cosimo I. 1540 in den Palazzo Vecchio umzog. 1659 erwarben ihn die Riccardi, die ihn vergrößerten, und 1818 ging er in den Besitz der Großherzöge der Toskana über. Der Bau umfasst die bekannte Cappella dei Maghi und die Bibliotheca Riccardiana. Plünderungen, Zerstörungen und Verkäufe dezimierten den Bestand an wertvollen Kunstschätzen und Einrichtungsgegenständen erheblich. Die drei Geschosse dieses prototypischen ersten Renaissance-Palastes sind streng voneinander abgesetzt, was ihre Eigenart hervorhebt. Im Erdgeschoss bemerkt man kniende Fenster, wegen der Konsolen, auf denen die Fensterbänke liegen, so genannt, mit Dreiecksgiebeln und Überfangbögen. Im ersten Geschoss sind die Rundbogenfenster zweigeteilt. Säulchen unterteilen die Fenster auch im zweiten Geschoss, das von einem Dachgesims bekrönt wird. An der Südseite prangt das Wappen der Medici mit 6 Kugeln, wovon die oberste mit einer Lilie geschmückt ist. Die Kathedrale von Florenz ist mehr als das Wahrzeichen der Stadt. Sie bildet zusammen mit dem Campanile und dem Baptisterium eines der großartigsten sakralen Ensembles Europas. Ohne den Blick auf die Kuppel der Kathedrale können die Florentiner nicht leben. Michelangelo wollte anscheinend das Meisterwerk des Brunelleschi aus seiner Heimatstadt Florenz nach Rom verpflanzen, als er die Kuppel der Peterskirche schuf. Musik
die Bürger von Florenz waren Ende des 13. Jahrhunderts im Bewusstsein der wachsenden Bedeutung ihrer Stadt bestrebt, an der Stelle der Kirche Santa Reparata einen großen Neubau zu errichten, der die anderen Kirchen der Stadt an Schönheit und Ausmaß übertreffen sollte. Die Maße der Kathedrale sind mit einer Länge von 161 Metern und einer Breite von 43 Metern sowie einer Fassadenhöhe von 50 Metern und der Höhe der Kuppel mit 107 Metern und dem Durchmesser der Kuppel von 46 Metern eindrucksvoll. In der Kirche finden ca. 25.000 Menschen Platz. Nach der Peterskirche in Rom und dem Dom zu Mailand ist Santa Maria del Fiore die drittgrößte Kirche Italiens. Das Äußere der Kathedrale wird durch die reiche Gliederung mit verschiedenem Marmor bestimmt: weißem aus Carrara, grünem aus Prato und rotem aus den Maremmen. Marmor ist das prägende Baumaterial. An der dem gotischen Stil nachgebildeten Fassade, den Flanken der Seitenschiffe bis hinauf zur Langhaushalle, den durch die Konstruktion bedingten Stützen, den kleineren Halbkuppeln und der machtvollen Hauptkuppel. Der Wechsel der Farben zeigt Strenge und Schönheit, die beiden Grundprinzipien der Florentiner Kunst. Weit vom Baptisterium entfernt, steht eine der ältesten Kirchen von Florenz, die sicher schon vor dem 11. Jahrhundert errichtet und in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts erneuert wurde. Der alte Glockenturm zeigt noch das tiefere Niveau der romanischen Kirche. In ihm ist hoch oben die Bertha, eine spätromanische Frauenbüste, eingemauert. Über dem Kirchenportal sieht man die Kopie einer Madonna mit Kind der pisanischen Schule. Neben der Piazza Santa Maria Novella befindet sich eine der ältesten Apotheken der Welt, die Officina Profumo Pharmaceutica di Santa Maria Novella, eröffnet von den Dominikanermönchen kurz nach dem Jahr 1221, dem Jahr ihrer Ankunft in Florenz. Die Mönche bauten Heilkräuter in ihren Gärten an, die sie für die Herstellung von Medikamenten, Balsamen und Salben für die kleine Krankenstation in ihrem Kloster verwendeten. Im Jahr 1612, als der Ruf ihrer Produkte auch nach außerhalb des Klosters drang, beschlossen sie, die Apotheke für die Öffentlichkeit zu öffnen. Im 18. Jahrhundert gelangte der Ruf der Apotheke aufgrund der von den Mönchen erarbeiteten genialen Formeln auch in andere Länder, bis nach Russland, Indien und in das ferne China. Vor allem wegen ihres würdigen Alters lieben die Florentiner die Kirche Santa Trinita am gleichnamigen Platz. Sie ist eine gotische Basilika mit reichhaltiger Ausstattung. Musik.
Schon im 11. Jahrhundert stand hier ein Gotteshaus, das im 13. Jahrhundert als erste gotische Kirche von Florenz, vermutlich von Niccolo Pisano, erneuert und in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts noch einmal von Neri di Fioravante umgestaltet wurde. Die Fassade veränderte man im ausgehenden 16. Jahrhundert nach einem Entwurf von Buontalenti. Einst war der Palazzo Pitti Schauplatz der fürstlichen Hofhaltung der Großherzöge. Heute ist seine kostbare Inneneinrichtung, vor allem die umfangreiche Gemäldegalerie von europäischem Rang, für jedermann zugänglich. Außerdem beherbergt der Palast die Appartamenti Reali der ersten italienischen Könige. Das oft als Pitti-Palast bezeichnete Gebäude, das heute Sitz mehrerer bedeutender Museen ist, wurde in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts erbaut, vermutlich auf der Grundlage des Entwurfs von Filippo Brunelleschi für Luca Pitti, bei dessen Tod im Jahr 1472 es allerdings noch nicht fertiggestellt war. Das ursprüngliche Bauwerk, welches neben dem Erdgeschoss über zwei Etagen verfügte, wurde 1550 von Eleonora da Toledo, der Gemahlin des Großherzogs Cosimo I. de' Medici, erworben und wurde somit zum offiziellen Wohnsitz der Herrscherfamilie. Zu diesem Zweck wurde es erweitert und umgebaut, und zwar 1560 von Bartolomeo Ammanati und zu Beginn des 17. Jahrhunderts von Giulio und Alfonso Parigi. Letztere verliehen der Fassade ihr heutiges Aussehen, mit Ausnahme der beiden seitlichen Rondelle, welche in der Zeit der Lothringer gebaut und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts von den Architekten Paoletti und Procchianti vollendet wurden. Was das Leben, das sich innerhalb des Palastes abspielte, anbelangt, so weiß man, dass dieser zahlreiche Mitglieder der Familie in verschiedenen privaten Wohnungseinheiten beherbergte und dass die Gemächer auf der linken Fassadenseite dem Großherzog vorbehalten waren und jene auf der rechten Seite dem Erbprinzen, wobei die Seitenflügel von den jeweiligen Gemahlinnen bewohnt wurden. Die Räume der Fassadenseite in der zweiten Etage boten der großen Bibliothek Platz, während in den seitlichen Zimmern die Fürstenkinder untergebracht waren. Auf der linken Seite im Erdgeschoss befand sich die Wohnung, die der Großherzog in der Sommerzeit benutzte. Der Palast besticht durch seine Größe, 32.000 Quadratmeter Fläche, 205 Meter Fassadenlänge, sein imposantes Äußeres und durch die Lage oberhalb des gleichnamigen weitläufigen Platzes.
Der Palazzo Pitti war von 1864 bis 1871 Residenz der italienischen Könige, als Florenz Hauptstadt eines noch nicht gänzlich geeinten Italiens war. König Vittorio Emanuele III. Schenkte ihn 1919 schließlich dem Staat, der die Museen erweitern ließ. Hinter dem Palazzo Pitti erstreckt sich der hübsche Boboli-Garten, eine ausgedehnte, am Hang angelegte Parkanlage. Wer also einmal eine Pause von der Kunst machen möchte und wem der Sinn nach Grün steht, sollte einen Spaziergang im Park einplanen. Nachdem Cosimo I. 1549 den Pitti-Palast erworben hatte, wurde auch das angrenzende Areal angekauft, das zuvor teilweise der Familie Boboli, daher der Name, gehört hatte. Unweit oberhalb des Kaffeehauses prunkt der Neptunbrunnen, der von Stoldo Lorenzi 1565 geschaffen wurde. Neptun steht auf einem Fels, umgeben von Tritonen und Sirenen. Die Arbeiten am Park wurden von Niccolò Pericoli zwischen 1550 und 1560 begonnen, von Bernardo Buontalenti weitergeführt und von Alfonso Parigi dem Jüngeren zu Ende gebracht. In der aus dem 18. Jahrhundert stammenden Palazzina del Cavaliere im Kavaliersgarten ist das Porzellanmuseum untergebracht. Es zeigt italienisches, französisches und deutsches Porzellan sowie eine Sammlung aus dem früheren Besitz der Großherzöge der Toskana. Nur wenige Schritte entfernt befindet sich der Zugang zum Giardino del Cavaliere. Bei dem Kavaliersgarten handelt es sich um eine Terrasse oberhalb der Befestigungsanlage. Hier wurden einst Seidenraupen gezüchtet und die ersten Kartoffeln in Italien angebaut.
Der äußerlich karge Bau, er wurde nie nach den ursprünglichen Plänen fertiggestellt, lässt nicht vermuten, dass Santo Spirito eine der reinsten Renaissancekirchen ist. Mehrere reiche Florentiner Familien schlossen sich in den ersten Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts zusammen, um an der Stelle einer durch Brand zerstörten Kirche eine neue errichten zu lassen. Die große Kirche an der gleichnamigen Piazza ist vor allem wegen der kunsthistorisch bedeutenden Brancacci-Kapelle bekannt. Die Kirche, 1268 begonnen, wurde erst 1476 fertiggestellt, wovon an den Seiten sowohl romanische als auch gotische Bauteile zeugen. Im 16. und 17. Jahrhundert umgestaltet, wurde sie 1771 bei einem Brand so schwer beschädigt, dass sie gänzlich neu gestaltet werden musste, was in barockem Stil durchgeführt wurde. Der Grundriss der Kirche besitzt nur ein Schiff, an dessen Seiten sich Kapellen anfügen. Die malerische Ponte Vecchio über den Arno mit ihren vielen Schmuckläden ist ein Besuchermagnet. Tagsüber lädt die Brücke zum Bummeln ein und am Abend ist sie ein beliebter Treffpunkt für Romantiker. Vielleicht geht die alte Brücke, die an der schmalsten Stelle des Flusses errichtet wurde, sogar bis in etruskische Zeit zurück. Sicher ist jedenfalls, dass die römische Konsularstraße Via Cassia hier über eine hölzerne Brücke den Arno überquerte. Wegen ihres Alters erlebte diese Brücke mehr Instandsetzungen als alle anderen von Florenz. Seit dem 13. Jahrhundert richtete man auf ihr Läden und Wohnungen ein. Die Fleischer etwa konnten ihre Abfälle, sehr praktisch, gleich in den Fluss werfen, zur Freude der Fische und derjenigen Florentiner, die für Sauberkeit zu sorgen hatten. Die Gerüche nahmen jedoch so überhand, dass Großherzog Fernando I. zugunsten der Fremden anordnete, nur Goldschmiede dürften auf der Brücke Läden unterhalten, eine Regelung, die bis auf den heutigen Tag eingehalten wird. Die Uffizien beherbergen eine der bedeutendsten und berühmtesten Gemäldesammlungen der Welt. Sie enthalten nicht nur florentinische und italienische Meisterwerke, sondern auch eine Vielzahl ausländischer Gemälde und wertvolle antike Skulpturen. Cosimo I. de' Medici, Herzog von Florenz, seit 1569 Großherzog der Toskana, zog um 1540 aus dem Familienpalast,
dem Palazzo Medici Riccardo in den Palazzo Vecchio, der dadurch zum Palazzo Ducale wurde. Den räumlichen Bedürfnissen der herzoglichen Familie mussten die Florentiner Magistraturen und Gerichtsämter langsam weichen. Für ihre Büros, die Uffizi, wurde ein eigener Bau vorgesehen, der sich an den Palazzo Ducale anschließen sollte. Die Grundsteinlegung erfolgte 1560. Im Jahr 1565 errichtete man in aller Eile, in weniger als einem halben Jahr, einen Korridor, der den Palazzo Vecchio über den Palazzo degli Uffizi und den Ponte Vecchio mit dem Palazzo Pitti verband. Der Palazzo degli Uffizi nahm das alte Zollgebäude, die Zecca, in der die berühmten Münzen, die Florentiner, geprägt wurden, und die romanische Kirche San Piero Geraggio auf. Zugleich wurden Künstlerateliers und Werkstätten sowie Räume für naturwissenschaftliche und alchemistische Studien eingerichtet. Selbst für ein Theater fand man 1585 Platz, in dem die ersten Opern in der Musikgeschichte aufgeführt wurden. Der Palazzo degli Uffizi, der sich U-förmig um den langgestreckten Piazzale degli Uffizi vom Palazzo Vecchio hinunter zum Arno und wieder zurück zur Loggia dei Lanzi legt, ist architektonisch durch seine verschiedenen Bestimmungen charakterisiert. Im Erdgeschoss öffnen sich Kolonnaden mit Säulen und Pfeilern im Wechselspiel, die Verkaufsständen Platz bieten und seit alters her vom Treiben der Florentiner und der Besucher der Stadt belebt werden. In den oberen Geschossen befinden sich die Räume für Kunstwerke und Büros. Die einheitlich streng gegliederten Fassaden verbergen ein unregelmäßiges Inneres, das durch das Zusammenwachsen von Bauteilen des 14. und 16. bis 17. Jahrhunderts entstanden ist. Zum ersten Mal in Europa wurden hier übrigens bei einem Bau Zement und Verstrebungen aus Eisen verwendet. Die Strenge und Schönheit der Stadt, der Stolz und die Bodenständigkeit der Florentiner verkörpern sich im Palazzo Vecchio, dem Sitz der Stadtregierung, auf einzigartige Weise. Der gewaltige, wehrhafte Bau aus gotischer Zeit stand am Beginn des Aufstiegs der Stadtrepublik zu Macht und Größe und blieb als Symbol einer geschichtlichen Glanzzeit bestehen. Als Ausdruck des Sieges des Bürgertums über den Adel demonstriert der kommunale Regierungssitz als größter mittelalterlicher Profanbau das Selbstbewusstsein des florentinischen Gemeinwesens
vom 14. bis zum 16. Jahrhundert. Der kühn 94 Meter hoch aufragende Turm und die Seele repräsentieren den Weitblick und die Kunstliebe der Bürger von Florenz. Den Baubeginn 1299 schreiben die Einwohner dem berühmten Arnolfo di Cambio zu. Der wehrhafte gotische Kernbau mit Turm war 1314 fertig. Links vor dem Haupteingang steht eine Kopie des von Donatello geschaffenen Marzocco-Löwen mit dem Florentiner Wappen in den Pranken, daneben eine Kopie der Bronzestatue Judith und Holofernes von Donatello, rechts eine Kopie der Statue des David von Michelangelo sowie eine Marmorgruppe mit Herkules und Cacus von Bandinelli. Bereits seit dem 14. Jahrhundert ist die Piazza della Signoria das politische Zentrum der Stadt. Mit dem Palazzo Vecchio als Rathaus, dem Palazzo degli Uffizi mit den weltberühmten Gemälden, der Loggia dei Lanzi und den Statuen von Michelangelo und Donatello zieht der imposante Platz die Besucher in Scharen an. Platzbeherrschend ist der Neptunbrunnen. Für die Hochzeit von Francesco de' Medici mit Prinzessin Johanna von Österreich im Jahr 1565 sollte die Piazza della Signoria mit einem großartigen Werk geschmückt werden, denn die Medici stiegen durch diese Heirat in die großen Herrscherhäuser Europas auf. So musste ein schon begonnener Brunnen links neben dem Eingang zum Palazzo Vecchio eilig fertiggestellt werden. Schon allein wegen der eleganten Traditionscafés, die auf der Piazza della Repubblica zum Verweilen einladen, wird fast jeder während seines Florenz-Aufenthaltes diesen großen Platz im Herzen der Stadt schätzen lernen. Musik
die filigrane gotische Architektur der Kirche Or San Michele wird ergänzt durch bedeutende bildhauerische Werke der Renaissance. Die heutige Kirche, ein sehr gut erhaltener Bau des 14. Jahrhunderts, entstand aus einem Oratorium, dem San Michele in Orto, der Name wurde gekürzt zu Or San Michele, und einer Verkaufs- und Lagerhalle für Getreide. Die feine Gliederung der Außenmauern, die Ornamente, Bögen, Nischen, Figuren, Gesimse und die Marmorfüllungen der Fensteröffnungen sowie das aufwendige Maßwerk erheben die Kirche in einen hohen architektonischen Rang. Diese Renaissance, die Wiedergeburt der Antike im 15. Jahrhundert, allerdings durchdrungen von christlicher Humanität, ist das eigentliche Faszinosum der kunstsinnigen und reichen Metropole am Arno, denn nirgendwo sonst wurde in so kurzer Zeit und in solcher Vielfalt die Neuentdeckung der Welt und des Menschen so revolutionär umgesetzt wie im bürgerlich-republikanischen Stadtstaat Florenz. Während andernorts der Adel regierte und den Kunstgeschmack diktierte, setzten sich am Arno Kommissionen von Bürgern mit Kunstaufträgen auseinander. Sie ermöglichten so unterschiedlichen Bildhauern wie Donatello oder Michelangelo bis hin zum genialen Leonardo aus dem kleinen Ort Vinci, ihren Werken eine zuvor unbekannte, an der Natur geschulte Ausdruckssteigerung zu verleihen. Das großartige kulturelle Erbe der Renaissance konnte glücklicherweise bewahrt werden und zieht bis heute Menschen aus der ganzen Welt an. Allem Schlangestehen zum Trotz begeistern sie sich am überwältigenden Bilderreigen in den Uffizien, bewundern den David und die Pietà von Michelangelo, bestaunen die Größe der Domkuppel und die wundervolle Paradiestür. Man erlebt die klare Raumgestaltung von San Lorenzo und Santo Spirito, genießt die zeitweilige Ruhe im Klosterhof und in den Fresken geschmückten Zellen von San Marco, spaziert auf den belebten Hauptplätzen oder im erholsamen Grün der Boboli-Gärten.
Brunelleschi wagte mit dem Bau der doppelschaligen Kuppel ein konstruktives Meisterwerk, das mächtig und kunstvoll zugleich wirkt. In weiser Bescheidenheit empfahl er den Bau dem Schutz Mariens. Die bis in die Laterne gezogenen weißen Rippen geben der roten Kuppeldeckung klare Konturen. Aus den Straßen hinter der Apsis bietet sich ein eindrucksvolles Bild auf das Marmorgebirge des Doms mit der Kuppel des Brunelleschi. Der Tambour der Kuppel ist mit einer Galerie versehen, die zur Zeit Michelangelos gebaut, jedoch von ihm heftig kritisiert wurde. Im Pflaster vor der Apsis ist eine Marmorplatte eingelassen. Hier fiel am 17. Jänner 1600 vom Blitz getroffen die vergoldete Kugel der Kuppel zur Erde und zersprang. Die Ursprünge des Baptisteriums, eines der ältesten architektonischen Monumente von Florenz, sind bis heute nicht mit völliger Sicherheit datierbar. Im Mittelalter hielt man das Bauwerk für einen heidnischen Tempel aus der Zeit des Augustus, der dem Marskult geweiht war. Sein stark geometrisches Aussehen, das sich in der Ornamentik in weißem und grünem Marmor aus Prato fortsetzt, gründet in der geglückten Kombination zwischen romanischer und urchristlicher Architektur aus dem 11. bis zum 13. Jahrhundert. Die Südseite des Piazza del Duomo nimmt die Loggia del Bigallo ein, ein typisches Bauwerk der Spätgotik, von der Gesellschaft der Barmherzigen Brüder in Auftrag gegeben, um hier ausgesetzte Kinder zur Adoption auszustellen. Das Stadthaus der machtbewussten Familie Strozzi gilt als der schönste der Florentiner Renaissance-Paläste und legt Zeugnis von ihrem großen Selbstbewusstsein ab. Das Gebäude, gegen Mitte des 14. Jahrhunderts von den Davizi erbaut, wurde 1578 von der Familie d'Avanzati erworben, in deren Eigentum es bis 1838 blieb. Dann wurde es in Quartiere aufgeteilt und erfuhr eine Reihe von Veränderungen.
1904 wurde es von dem Antiquaren Elia Volpi aufgekauft und restauriert, der es vollständig einrichten und 1910 dem Publikum als Privatmuseum des alten florentinischen Wohnhauses zugänglich machte. Doch nach verschiedenen Wechselfällen, in deren Verlauf die Einrichtung zerstreut wurde, kaufte 1951 schließlich der italienische Staat das Gebäude auf, sorgte für eine Einrichtung und öffnete es 1956 für die Allgemeinheit. Santa Croce ist ein Pantheon der würdigsten Art. Die Kirche ist von einer ernsten und düsteren Feierlichkeit, wahrlich eine große Totenhalle, die kein denkender Mensch ohne Ehrfurcht betreten wird. So schrieb Ferdinand Gregorovius, der deutsche Italienreisende des 19. Jahrhunderts. Vor der Kirche Santa Croce breitet sich der gleichnamige Platz aus, ein für mittelalterliche Verhältnisse ungewöhnlich weiter Platz, der für Feste und Versammlungen des Volkes und auch für Predigten der Franziskanermönche bestimmt war. Mit ihren vielen Grab- und Denkmälern sowie zahlreichen bedeutenden Kunstwerken stellt Santa Croce eine der eindrucksvollsten Sakralbauten Italiens dar. Mit ihren stattlichen Maßen von 115 Metern Länge und 38 Metern Breite ist sie die größte Franziskanerkirche überhaupt. Mit dem Bau des Gotteshauses wurde im Jahr 1295 begonnen und 1443 in Anwesenheit von Papst Eugen IV. Geweiht. Die Fassade mit Gliederung durch verschiedenfarbigen Marmor und der Campanile stammen aus dem 19. Jahrhundert. Pazzi-Kapelle verdankt ihren Ruhm dem architektonischen Genie des Brunelleschi. Er errichtete von 1430 bis zu seinem Tod 1446 im Auftrag von Andrea de Pazzi diesen frühen und reinen Bau der Renaissance. Er sollte als Grabkapelle der Pazzi und zugleich als Kapitelsaal der Franziskanermönche von Santa Croce dienen. Die von Säulen getragene Vorhalle ist im Gebälk mit einem Fries aus kleinen Medaillons mit Engelköpfen von Desiderio de Settignano und in der Halbkuppel des Portikus
mit schönen Rosetten von Luca della Robbia geschmückt. Museum und Monument, Ort der Erinnerung und der Verherrlichung des Genies von Michelangelo und zugleich prunkvolles barockes Gepränge und Ausstellung der prächtigen Kunstsammlung der Familie, das ist die Casa Buonarroti. Die monumentale Synagoga, die das Stadtbild mit ihrer grünlichen Kuppel weithin prägt, zählt zu den prächtigsten Beispielen des europäischen Synagogenbaus des 19. Jahrhunderts. Die besondere Rolle unter den Museen von Florenz nimmt die Galleria dell'Accademia durch ihre herausragende Sammlung von Werken Michelangelos ein, darunter vor allem die weltberühmte Skulptur des David. In den weiten Räumen des Spitals von San Matteo ist die Akademie untergebracht, die 1784 von Großherzog Pietro Leopoldo I. als Künstlerschule gegründet wurde. Den ersten Platz unter allen Skulpturen Michelangelos nimmt der weltberühmte David ein, der ursprünglich auf der Piazza della Signoria stand. Sie beherbergt heute in Ergänzung zu den anderen berühmten Gemäldesammlungen von Florenz wichtige Werke der florentinischen Schule vom 13. bis zum 16. Jahrhundert. Die Sammlung von Werken Michelangelos gelangte erst Ende des 19. und in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts in den Besitz der Akademie. Im Jahr 1991 zerstörte ein Besucher eine Zehe des David, die originalgetreu rekonstruiert werden konnte. Nach dem Künstler Michelangelo, den die Florentiner nicht immer freundlich behandelten, ist der Piazzale Michelangelo als schönster Aussichtspunkt von Florenz benannt. Der 104 Meter hochgelegene Piazzale wurde von Giuseppe Poggi geplant und von 1865 bis 1870 gestaltet.
In der Mitte des Platzes erinnern Statuen an Michelangelo. Die Bronzekopie des David umgeben die Liegefiguren der Medici-Gräber aus der neuen Sakristei von San Lorenzo. Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt lassen sich vom Piazzale Michelangelo aus leicht identifizieren. Und wenn die Beine und Augen nach so viel Kunstgenuss müde geworden sind, gönnt man sich einen Kaffee auf der Piazza, ein Glas Chianti in einer Bar, einen rustikalen Imbiss im urigen Gewölbekeller oder einen Prosecco mit leckeren Antipasti im edlen Renaissance-Palazzo. Das bringt den nötigen Schwung zum Besuch des Piazzale Michelangelo oder der noch etwas höher gelegenen Kirche San Miniato al Monte. Von dort gleitet der Blick talwärts auf das silbergraue Band des Arno mit seinen Brücken, auf die hohen Türme der Kirchen sowie auf die schmucken Paläste. In der Ferne, umrahmt von Zypressen und Pinien, erblickt man zahlreiche Villen an den Hängen des Apennin. Kurzum, Florenz ist durchaus ein Fest für die Sinne, jedoch ohne Überschwänglichkeit, wie es sich für eine stolze und vernunftgebietende Kaufmannsstadt gehört.